Hallihallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. So, diesmal möchte ich eine neue Technik gießen und zwar ist es die Belly Daisy Blume. Und ich habe mir hierzu mein Grün angemischt und da habe ich die Pigment Drops in Gelb und Blau gemischt. Und hier ist mein Weiß, da nehme ich dann die Pigment Drops from Etta Art in Weiß. So, hier ist jetzt mein Grün, das ist so ein richtig schönes Lime Green, sag ich mal, und ich finde das richtig toll. Und das gebe ich jetzt hier in meine Form hinein. Die Form übrigens ist von lieben Maika von resincourses.com. Also vielen, vielen lieben Dank, Maika. Ich freue mich wirklich, in dieser Form gießen zu dürfen. Das ist eine Kristallform und ich gebe auch hier mein grünes Harz in meine Form hinein. So, danach nehme ich mir mein Weiß und ich rühre noch mal eben einmal durch, nicht, dass da doch noch irgendwelche Partikel in meinem Weiß sind. Und dann gebe ich das Weiß auf mein Grün. Resincourses.com bietet jetzt zu Black Friday vom 24. bis zum 26.11. einen richtig tollen Rabatt an, müsst ihr mal schauen. Solltet ihr euch für die Kurse interessieren, schaut einfach mal rein. Sie hat da richtig, also zwei richtig tolle Pakete geschnürt. Und on top dürft ihr auch noch den Rabattcode verwenden, zum Beispiel hier meinen PT10. Müsst ihr einfach mal schauen, ob sich das für euch lohnt. Also sie hat tolle Kurse, unter anderem den Larimar-Effekt, die Fairy Flower, die Dragonflower, Larimar Bubble, also müsst ihr einfach mal schauen. Und natürlich auch jetzt hier das, was ich mache. Jetzt gebe ich hier mein anderes klares oder transparentes Harz in meine Form. Das ist ein bisschen kräftiger grün gemischt, obwohl weniger Pigmente drin sind. Mag an dem Blau liegen. Und das gebe ich jetzt hier in einem Schwung in meine Form hinein. Das habt ihr jetzt da gesehen. Und gleichzeitig mische ich mir gleich auch schon mein Glitzer an. Und das ist ein Glitzer, den ich noch hatte von Laura's Art Corner. Das ist Margarita Wild Junkie Glitter. Und der wird dann in meine Mitte kommen. Das ist so ein richtig schöner grüner Glitzer. Der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Habe ich auch schon öfters verwendet. So, jetzt nochmal eben mit dem Sturmfeuerzeug drüber und dann lasse ich das Harz wirklich einfach arbeiten. Nicht mehr mit dem Heißluftföhn drüber, sondern einfach das Harz arbeiten lassen. Man muss dem Harz auch immer so seine Zeit geben, dass er wirklich dann seine Muster oder das Muster praktisch kreiert. Ja, mit Harz muss man immer sehr geduldig sein. Übrigens, die Pigment Drops, die sind von Etta Art. Hier ist das Glitter von Laura's Art Corner. Da gibt es den Rabattcode PT10. Und für resincourses.com habt ihr auch den Rabattcode und der lautet ebenfalls PT10. Schaut einfach mal rein und vielleicht ist ja für euch was dabei. So, jetzt habe ich meinen Glitzer auch angemischt und hier kommt noch mal eben eine kleine Timelapse. Da seht ihr wirklich, wie das Harz arbeitet. Ich finde das immer so faszinierend. Und dann gebe ich hier gleich noch meinen Glitzer rein. Und das war es dann im Prinzip. Und dann zeige ich euch noch mal eben eine Nahaufnahme und schaut mal. Ich finde den Effekt schon richtig toll. Ist richtig schöner Web-Effekt. Doch sehr, sehr toll. Und die Farben. Das ist das Tolle an den Pigment-Drops. Da könnt ihr wirklich mischen, wie ihr wollt. Und ihr habt da ganz, ganz tolle Farbschattierungen, die ihr selber kreieren könnt, eure ganz eigenen Farben. Und das nur mit sechs kleinen Fläschchen. So, das ist jetzt der nächste Tag. Es ist noch etwas weich, aber ich wollte wirklich gucken, hat es geklappt? Wie sieht es aus? Hat es kleine Blumenblätter?
Weil man weiß ja nie, ich habe diese Technik noch nicht ganz so oft gegossen. Und einfach mal schauen. Und schaut mal hier. Schaut mal diese kleinen, kleinen Blüten. Das sind wirklich wie diese Bellies. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Die Tiefe ist gegeben. Glitter ist, ja, ich hätte vielleicht einen kleinen Ticken mehr reingeben können, aber es stört mich nicht im Prinzip. Also jetzt gleich kommt nochmal das Endvideo mit dem Endprodukt und schaut mal. Diese vielen kleinen Blütenblätter, ich finde das so, so schön. Ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen und ja, wir sehen uns einfach zum nächsten Video wieder. Ich sag mal, bis dann, passt auf euch auf, eure Petra. Tschüss.